der letzten Stunde gesehen, wie Elementarzellen aufgebaut sind. Wir haben Konzepte kennengelernt, wie dichteste Kugelpackung und Lückenbesetzung, die geeignet sind, die Kristallstruktur sinnvoll zu beschreiben. Heute möchte ich eine Frage angehen, die recht spannend ist. Wie bestimmt man eigentlich die Struktur einer Elementarzelle? Woher weiß man genau, dass Natriumglück genau diese Struktur ausbildet? Die Antwort liefern sehr komplexe Experimente. Röntgendiffraktion, Neutronenstreuung. Das sind die Experimente, die geeignet sind, die Strukturen aufzuklären. Ich möchte ein optisches Experiment benutzen, um es klarer zu machen, welche Effekte wir hier ausnutzen. Sie kennen bereits aus der Schule das Phänomen Beugung. Das Experiment sieht wie folgt aus: Ich habe eine Lichtquelle. Die Lichtquelle sendet hier eine ebene Welle aus und die trifft auf ein Hindernis. Und das Überraschende ist, wenn das Hindernis nicht sehr groß ist, Dimensionen hat, die vergleichbar werden mit der Lichtwellenlänge, dann beobachte ich nicht einfach einen Schattenwurf, den man erwarten würde, sondern ich beobachte eine komplexere Intensitätsverteilung, die hier in diesen Experimenten gezeigt ist. Also Licht, Laserpointer, fällt auf eine Blende und Sie sehen einen hellen Spot, aber Sie sehen ausgeprägte Maxima und Minima. Das heißt, es gibt hier einen Zusammenhang zwischen der Struktur, die gegeben ist durch die Transmissionsfunktion, durch die Dimension dieses Objektes und dem Beugungsbild. Das ist eigentlich das Konzept, das man auch nutzt bei Röntgenstreuung. Eine kreisförmige Blende führt zu ausgeprägten Maxima und Minima, die Sie hier sehen. Wird die Blende größer, werden die Maxima und Minima weniger stark ausgeprägt. Also Beugung ist immer ein Phänomen, wenn Lichtwellenlänge vergleichbar wird mit den Dimensionen. Hier wird das Licht an einem rechteckigen Spalt gebeugt. Das Rechteck ist genau so orientiert. Hier fällt das Licht auf das Objekt. Und das ist das Beugungsbild, das Sie im Schirm sehen. Hat ein paar Merkmale, die charakteristisch sind für Beugung. Hier ist die Dimension kleiner, aber die Maxima und Minima sind hier stärker zum Rand hin orientiert als hier. Hier ist die Dimension größer. Die Maxima und Minima rutschen aber hier zusammen. Also je kleiner die Struktur, umso weiter gehen die Reflexe hier auseinander. Und dann gibt es auch so Nebenmaxima, die Sie sehen. Und auch hier sehen Sie, dass es einen charakteristischen Zusammenhang gibt zwischen der Strukturblende und dem Beugungsbild. Und im Prinzip ist es möglich, aus diesem Beugungsbild die Struktur zu berechnen. Das ist die Aufgabe von Röntgenstrukturanalyse. In der Optik ist es relativ einfach, solange ich in Fraunhofer-Näherung bleibe. Fraunhofer-Näherung würde bedeuten, ich betrachte hier eine ebene Welle und der Abstand zwischen beugenden Objekt und Spalt ist auch so groß, dass ich auch hier ebene Wellen betrachten kann. In diesem Falle wird das Beugungsbild ist gegeben durch die Fourier-Transformierte der Transmissionsfunktion. Die Transmissionsfunktion ist eine Funktion, die charakterisiert genau die Lichtdurchlässigkeit dieses Objektes. Kein Licht wird durchgelassen, alles Licht wird durchgelassen, kein Licht wird durchgelassen. Das ist die Transmissionsfunktion. Und diese Transmissionsfunktion, charakteristisch für das Objekt, wird Fourier transformiert und ergibt dieses Beugungsbild.
Umgekehrt können Sie natürlich den Fourierschen Integralsatz nutzen und aus diesem Beugungsbild die Transmissionsfunktion ausrechnen. Das ist die Idee. Sie sind Physiker, da wird es einfacher mit Rechnen. Wie wäre eine Transmissionsfunktion für dieses Objekt? Ich wähle ein geschicktes Koordinatensystem x von minus x0 halbe bis plus x0 halbe. Ist die Transmissionsfunktion 1. Von minus y0 halbe bis plus y0 halbe ist die Transmissionsfunktion 1. Außerhalb ist die Blende so beschaffen, dass nichts durchgeht. Also die Transmissionsfunktion, die dieses Objekt charakterisiert, ist 1 innerhalb der Blende und 0 für alle anderen Werte. Hier sehen Sie das Beugungsbild, schon kurz skizziert, von diesem Objekt. Wir können es also ausrechnen, indem ich diese Transmissionsfunktion Fourier transformiere. Ist nicht kompliziert. Das Integral, das eigentlich von minus unendlich bis plus unendlich läuft, kann reduziert werden auf die Blende. Minus x0 halbe plus x0 halbe. Minus y0 halbe plus y0 halbe. Die Transmissionsfunktion ist 1, es bleibt also nur der Term übrig, e hoch i kx plus kyx. Und dieses Doppelintegral kann aufgespalten werden in ein Integral in x und ein äquivalentes Integral in y. Integration ist trivial, e hoch i kx integriert ist e hoch i kx durch i kx. Obere Grenze minus untere Grenze, Ausnutzen der Euler-Formel, gibt eine einfache Beziehung. Und diese einfache Beziehung ist das ausgerechnete Beugungsbild, was Sie hier sehen. Sinus x durch x. Intensität zum Quadrat ist das Muster, das das hier beschreibt. Also im Prinzip ist es ausrechenbar. Häufig haben wir es mit periodischen Strukturen zu tun. Das hier sei ein Gitter. Licht durchlässig, Licht undurchlässig, Licht durchlässig, Licht undurchlässig. All das wechselt ab. Das Gitter hat unterschiedliche Orientierungen. Durchlässig, undurchlässig in dieser Richtung. Durchlässig, undurchlässig in dieser Richtung. Der Lichtstrahl fällt auf dieses Objekt, auf dieses Gitter. Was beobachte ich jetzt? Periodische Funktionen liefern individuelle Reflexe mit ganz definierten Lagen. Es ist nicht mehr verschmiert, das ganze Beugungsbild, sondern ganz definierte Reflexe. Und wir können die zuordnen, vielleicht drücken Sie mal Stopp und versuchen Sie mal die Reflexe zuzuordnen. Nicht so schwer, intuitiv würde ich sagen, diese Reflexe sind verantwortlich für das hier, dieses Gitter. Diese Orientierung gibt diese Reflexe, diese hier, das hier und das hier ist verantwortlich für das. Sie sehen also, haben eine einigermaßen komplizierte periodische Struktur und wir sehen ganz definierte Reflexe. Und die Aufgabe besteht darin, aus diesen Reflexen die Struktur zu berechnen. Ist nicht einfach, ich gebe Ihnen in einen Nuss zu knacken. Eine komplexe Aufgabe. Sie sehen hier ein Beugungsbild. Und alles, was ich Ihnen sage über dieses Beugungsbild, das einfallende ebene Licht, wurde an einer Zahl gebeugt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 steht zur Auswahl. Welche Zahl entspricht diesem Beugungsbild? Drücken Sie Stopp und denken Sie drüber nach. Eigentlich auch nicht so kompliziert. Sie haben sicher die Lösung gefunden. Sie haben sie gefunden, obwohl Sie eigentlich Streutheorie noch gar nicht verstanden haben und auch noch nicht verstehen können mit diesen Informationen.
Was Sie benutzt haben, sind Symmetrieüberlegungen. Wenn Sie dieses Beugungsbild hier anschauen, da finden Sie Spiegelebene, Spiegelebene, Drehachse. Dieses Objekt hat eine Symmetrie. Und diese Symmetrie, dieses Beugungsbild muss verträglich sein mit der Symmetrie der Zahl, an der gebeugt worden ist. Und wenn ich die einzelnen Zahlen ansehe, diese Zahl hier, kann ich dieses Beugungsbild erzeugen. Die Symmetrie passt nicht dazu. Und ich kann hier weiter und weiter und weiter geben, aber die 8 ist die einzige Zahl, die übrig bleibt. Spiegelebene, 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 Spiegelebene. Also aus diesem Beugungsbild schließe ich, das ist die Zahl 8. Und das ist in der Tat der Fall. Also wenn Sie die 8 Fourier transformieren, kommt dieses Beugungsbild heraus. Die umgekehrte Analyse liefert Ihnen die 8. Also das Beugungsbild einer 8 sieht so aus. Wie sieht es aus, wenn ich 8 regelmäßig im Raum staple? Ich habe hier meine Elementarzelle und ich stapel regelmäßig. Hier ist das entsprechende Beugungsbild. Sie sehen, periodische Struktur heißt diskrete Reflexe. Und die Lage dieser Reflexe wird durch die Lage der 8 bestimmt. Und die Helligkeitsverteilung dieser einzelnen Reflexe enthält offensichtlich die Information von der 8. Das ist das, was ich durch die Beobachtung an dieser Stelle mitnehme. Schauen wir noch eine andere Anordnung an. Hier ist ein anderes Gitter vorgegeben. Die 8 sind jetzt so angeordnet. Und die Lage der Reflexe ist auch verändert durch die Veränderung der Lage der 8. Also wenn ich beide gegenüberstelle, dieses Gitter und dieses Gitter, sehen Sie auch sofort, dass die Intensitätsverteilung von der 8 erhalten bleibt und dass Lage von Reflexen auftritt, die durch die Lagen der 8 gegeben ist. Das sind eigentlich die Elemente, die wir für die Röntgenstrukturanalyse brauchen. Bei der Röntgenstrukturanalyse habe ich auch nutze ich aus, dass ich eine periodische Funktion habe. Was hier periodisch ist, ist die elektronendichte Verteilung. Ich habe eine Elementarzelle mit einer ganz charakteristischen elektronendichte Verteilung. Und diese elektronendichte Verteilung ist periodisch in diesem Kristall, der so groß und ausgedehnt ist. Und aufgrund dieser periodischen Anordnung gibt es ganz definierte Reflexe. Und das ist das, was wir hier übertragen. Wir haben hier bei diesem Fourier-Haus diese Reflexe gehabt. Lagen, die wir im Prinzip so halb qualitativ gegenwärtig verstehen. Wenn ich Röntgenstrahlung nehme, ist es etwas, was zu den Dimensionen der Atome und Moleküle passt und zu den Ionen. Und die Röntgenstrahlung wird auch diskret in bestimmte Richtungen gebeugt. Und genau das ist das Ziel, das näher zu verstehen. Kristalle haben einen periodischen Aufbau. Und wir können einen Kristall aufbauen aus einem Gitter. Plus der Basis. Basis drückt aus, was ist auf den einzelnen Gitterplätzen aufgebracht. Und Gitter plus Basis gibt den realen Kristall.
Das Gitter können wir kennzeichnen durch Vektoren, Gittervektoren. Gittervektor A1, Gittervektor A2. Und eine wichtige Eigenschaft des periodischen Aufbaus ist die sogenannte Translationsinvarianz. Die aussagt, dass sich irgendeine Eigenschaft des Kristalls, zum Beispiel die Elektronendichte, an einem bestimmten Punkt R, die Elektronendichte an diesem Punkt R, ist identisch zur Elektronendichte an einem Punkt R plus T. Und T ist ein ganzzahliges Vielfaches von Gittervektoren. Mit T ist gleich N1 mal A1 plus N2 mal A2 plus N3 mal A3. N1, N2, N3 ist Element der natürlichen Zahlen und A1 und A2 sind Gittervektoren. Diese Eigenschaft ist recht trivial und einsichtig und eine Folge davon des periodischen Aufbaus, dass wir eben in diesem Aufbau eine kleine Elementarzelle finden können, die die gesamte Struktur des Kristalls aufbaut. Wir haben schon eine Reihe von einfachen Elementarzellen kennengelernt. Viele von denen waren einfach abgeleitet von der kubisch dichtesten Kugelpackung und hatten als Elementarzelle einen Würfel. Es ist sinnvoll, die Kristalle einzuteilen in Kristallsysteme. Und zwar ist die Konvektion, dass man 7 Kristallsysteme einführt und die sind eigentlich abgeleitet auf der Basis der Koordinatensysteme, die sinnvoll sind für die Beschreibung. Aber wenn ich einen kubischen Kristall habe, dann ist die Elementarzelle ein Würfel und ich führe ein Koordinatensystem ein, bei dem die einzelnen Winkel hier rechte Winkel sind. Und bei denen die Metrik A1, A2, A3 so ist, das gilt A1 ist gleich A2 ist gleich A3. Die Beträge und Richtungen sind gleich. Und Alpha ist gleich Beta ist gleich Gamma ist gleich 90 Grad. Manche Kristalle, wie das Bariumtitanat, wird verzerrt in einer Richtung. Das Koordinatensystem wird dann ein tetragonales. Ein tetragonales System und es wäre gekennzeichnet durch ein Koordinatensystem, bei einer Richtung eine andere Metrik vorliegt als in einer anderen Richtung. Die Winkel bleiben weiterhin 90 Grad. Also ein tetragonaler Kristall W1, wo ich ein Koordinatensystem benutze, bei der A1 gleich A2 ist. Gleiche Metrik, aber ungleich A3. Und Alpha ist gleich Beta ist gleich Gamma ist weiterhin 90 Grad. Manche sind noch in einer anderen Raumrichtung verzerrt. Und die nenne ich dann orthorhombisch. Und orthorhombisch wäre eine Metrik, bei der eben A1, A2, A3 alle sind unterschiedlich.
unterschiedliche Metrik, aber es gilt weiterhin, Alpha ist gleich Beta, ist gleich Gamma, ist gleich 90 Grad. Fassen wir das Ganze nochmal mit PowerPoint zusammen. Also es gibt 7 Kristallsysteme. Die höchste Symmetrie hat das kubische und das hexagonale. Kubisch ist charakterisiert durch rechte Winkel und eine Metrik, die in allen Richtungen gleich sind. Verzerre ich das kubische in eine Raumrichtung, komme ich zum tetragonalen System. A1 ist gleich A2, ungleich A3, weiterhin die 90-Grad-Winkel. Verzerre ich es weiter, komme ich zum orthorhombischen. Die Metrik ist in allen drei Raumrichtungen unterschiedlich, aber ich habe weiterhin den 90-Grad-Winkel. Kippe ich es noch in eine Richtung, wird auch einer der Winkel ungleich 90 Grad. Und beim Triklinien ist die geringste Symmetrie, Metrik und Winkel sind in allen Richtungen unterschiedlich. Ähnliches gilt für den Symmetrieabbau vom Hexagonalen. Wir können einen Kristall beschreiben durch eine Abstraktion. Gitter plus Basis. Das Basis drückt aus, welche Atome sitzen auf den Gitterplätzen. Und für so ein Gitter sind 3 fundamentale Translationsvektoren definiert. A1, A2, A3. Die haben folgende Eigenschaft. Wenn ich irgendeine physikalische Eigenschaft an dieser Stelle hier anschaue und gehe ein ganzzahliges Vielfaches von Gittervektoren, komme ich durch den periodischen Aufbau wieder an einen Punkt, an dem exakt die gleichen Bedingungen herrschen wie am Ausgangspunkt. Also die Elektronendichte hier ist äquivalent zu der Elektronendichte hier aufgrund des Kristallaufbaus. Und diese Eigenschaft wird ausgedrückt durch den Gittervektor, den wir noch brauchen. Also ein ganzzahliges Vielfaches von diesen fundamentalen Translationsvektoren. Ein sehr wichtiges Konzept sind Netzebenen. Das sind Ebenen durch Gitterpunkte. Und die Lage dieser Ebene wird beschrieben durch Miller Indizes. Und wie man diese gewinnt, möchte ich Ihnen im Folgenden zeigen. Nicht kompliziert. Ich male Ihnen eine Ebene hin, wähle ein rechtwinkliges Koordinatensystem . Das ist also die A1-Richtung, das ist die A2-Richtung und das ist die A3-Richtung. Ich hätte hier ein orthorhombisches System mit unterschiedlicher Metrik in den einzelnen Richtungen. Die Ebene, die ich betrachten will, liegt so drin. Und diese Lage dieser Ebene, die ich gerade eingezeichnet habe, kann ich natürlich durch die Achsenabschnittspunkte kennzeichnen. Das sind die sogenannten UVW. Und bei diesen UVWs lese ich eben ab 1, 2 mal in die A1-Richtung, einmal in die A2-Richtung, 1, 2, 3 mal in die Richtung. Der nächste Schritt, um Miller-Indizes zu gewinnen, sind, ich bilde Kehrwerte. Ein halb, eins, ein Drittel. Und der nächste Schritt ist, ich multipliziere mit einer Integerzahl
so, dass hier kleine ganze Zahlen entstehen. Ich nehme diesmal 6. 6 durch 2 ist 3. 6, 2. Und diese Zahlen hier sind die Miller-Indizes. Das ist das Kochrezept. Ich möchte das nochmal mit Ihnen üben. Ich male Ihnen eine weitere Ebene hin. Parallel zu der ersten. 1, 2, 3, 4. Ein weiterhin hier rüber. 1, 2, 3 in die Richtung. Und male eine weitere Ebene auf. Ihr Job ist, bilden Sie die Miller-Indizes. Die Analyse dieser Aufgabe ist trivial und führt zu der wichtigen Erkenntnis, dass die Miller-Indizes HKL nicht eine ausgewählte Netzebene charakterisieren, sondern eine Netzebenenschar mit einem definierten Abstand zwischen den einzelnen Netzebenen. Diese Erkenntnis wird wichtig werden für die Analyse von Streuexperimenten. Und bevor wir diese analysieren können, müssen wir ein wichtiges Konzept einführen, ein Hilfsmittel, das reziproke Gitter, das Sie auch in der Festkörperphysik sehr intensiv begleiten wird. Um Streuexperimente gut beschreiben zu können, führen wir das sogenannte reziproke Gitter ein. Das sind alles viele Definitionen, aber nicht kompliziert. Im Reellen haben wir ein Koordinatensystem eingeführt. A1, A2, A3. Und die Metrik ist natürlich so, dass die einzelnen AI eine Länge darstellen. Reziproke Gittervektoren haben 1 durch Länge als Einheit. Und sie werden wie folgt definiert unter Nutzung der reellen Gittervektoren. A1 Stern ist gleich. Der Nenner ist das Spartprodukt. A1 mal A2 kreuz A3. Wenn Sie sich aus der Schule erinnern, ist das nichts anderes als das Volumen des Parallelepipeds, was von diesen drei Vektoren definiert wird. Dieses Volumen ist der Nenner hier. Und dieser Nenner ist identisch, also wenn ich A2 Stern hinschreibe, dann ist das wieder das gleiche, A1 mal A2 kreuz A3. Wenn ich A3 hinschreibe, ist es das gleiche, A1 mal A2 kreuz A3. Also der Nenner ist immer gebildet von einem Ausdruck, der das Volumen des Parallelepipeds beschreibt, der von diesen drei Vektoren aufgespannt wird. Was steht oben? Hier unten steht immer ein Volumen. Wenn die Einheit 1 durch Länge rauskommen soll, muss oben eine Fläche stehen. Wenn hier A1 steht, taucht hier oben nicht A1 auf. Wenn hier A2 steht, taucht hier oben nicht A2 auf. Wenn hier A3 steht, taucht nicht A3 hier oben auf. Also hier steht immer ein Kreuzprodukt. A2 kreuz A3. Hier definiert als A3 Kreuz A1. Hier definiert
A1 Kreuz A2. 1, 2, 3. 2, 3, 1. 3, 1, 2. So ist es üblicherweise definiert. Manche führen auch noch ein Faktor 2 Pi ein. 1 durch 2 Pi. Sie können sich überlegen, was Sie nutzen wollen. Diese so definierten Vektoren bilden ein orthonormiertes System. Können wir es uns klar machen? A1 mal A1 Stern. Was kommt da raus? Schauen Sie die Definition an. A1 war so definiert. A1 Stern war so definiert. Mal A1. Zähler und Nenner enthält das Gleiche. Ergibt 1. Was ist A1 mal A2 Stern? Können wir auch einfach beantworten. A2 war so definiert. A3 Kreuz A1. Das Kreuzprodukt hat die Eigenschaft, es ist ein Vektor, der sowohl senkrecht auf A3 steht und A1. Dieser Vektor steht also senkrecht auf A1. Hier steht ein Skalarprodukt. Das Skalarprodukt zweier zueinander senkrechter Vektoren verschwindet, ergibt 0. Und das ist genau die Definition, die wir hier geschafft haben. Diese Vektoren haben die Eigenschaft, es gilt AI mal AJ Stern ist gleich Delta IJ. Und das Delta IJ ist ein Kronecker Delta, das steht für 1, wenn I gleich J ist, und sonst ist es 0, wenn I ungleich J ist. Schauen wir noch mal kurz ins Buch. Wir haben das Konzept eingeführt, Gitter plus Basis. Eine Netzebene ist eine Ebene durch Gitterpunkte. Die schneidet unsere Achsen irgendwo und die Lage dieser Ebene können wir durch die Achsenabschnitte kennzeichnen. Wir haben gelernt, wie wir die Miller-Indizes einführen und wir haben gesehen, dass die Miller-Indizes eine Netzebenen-Schar beschreiben. Zwei Ebenen, die zueinander parallel sind, haben die gleichen Miller-Indizes HKL. Der Abstand vom Ursprung zur ersten Ebene nenne ich DHKL. Der Abstand von der ersten Ebene zur zweiten Ebene ist DHKL. Wir sind dazu übergegangen, reziproke Gittervektoren zu definieren aus den reellen Gittervektoren. Und diese Gittervektoren, die wir definiert haben, haben die Einheit 1 durch Länge. Und eine interessante Eigenschaft, denn wenn ich den reellen Gittervektor nehme und den reziproken Gittervektor, dann kommt ein Delta IJ heraus, ein Kronecker Delta. Das heißt, die sind orthonormiert zueinander. Und jetzt wollen wir eine interessante Eigenschaft nachweisen. Wir wollen zeigen, dass der reziproke Gittervektor senkrecht auf der Netzebenenschar mit den HKL steht. Also der reziproke Gittervektor, den ich bilde, mit R ist gleich H mal A1 Stern plus K mal A2 Stern plus L mal A3 Stern. Dieser reziproke Gittervektor steht senkrecht auf der Netzebenenschar mit diesen Miller-Indizes. Das wollen wir beweisen. Und das Zweite, was wir auch zur Kenntnis nehmen wollen, ist das R-Stern. Betrag. Der Betrag dieses Vektors ist 1 durch DHKL. Und alles, was Sie dazu brauchen, ist eigentlich nur elementare Vektorrechnung. Sie müssen ausnutzen, zwei Vektoren, die aufeinander senkrecht stehen, haben eine Eigenschaft, nämlich das Skalarprodukt verschwindet zwischen diesen beiden Vektoren.
also um diese Beziehung zu beweisen, Stern steht senkrecht auf der Ebene, muss ich mir zwei Vektoren dieser Ebene aussuchen, dieser Vektor, und nehme diesen Vektor skalar multipliziert mit R Stern, muss 0 ergeben. Ich muss meinen zweiten Vektor aussuchen, dieser Vektor skalar multipliziert mit R Stern, muss 0 ergeben. Das ist also das Ziel für diesen Beweis. Und wenn wir das gezeigt haben, wäre DHKL nichts weiter als die Projektion dieses Vektors auf den normalen Vektor dieser Ebene. Das wäre der Abstand. Also elementare Geometrie. Viel Spaß! Ja, und damit können wir den Ansatz finden. Wenn das gilt, muss also gelten. Schreiben wir uns auf, dass eben gilt U mal A1 minus V mal A2 Das ist dieser Vektor hier. Skalar multipliziert mit dem so definierten reziproken Gittervektor H mal A1 Stern plus K mal A2 Stern plus L mal A3 Stern müsste 0 ergeben. Dann würde diese Behauptung stimmen. Das können wir gut ausmultiplizieren, weil wir können nutzen diese Orthonormiertheitsbedingung. Wir haben ja gefunden, dass AI mal AJ Stern gleich Delta IJ ist. Dieser Ausdruck ergibt H mal U minus alle weiteren 0. 0. Fertig. Was bleibt hier übrig? Minus V mal A1 mal A2, 0. A2 mal A2, Stern, gibt K. Minus K mal V ist gleich 0. Der nächste verschwindet genauso. Was war aber U? Was war aber H? H war ein Miller-Indizes. Ein Miller-Indizes erhalte ich durch eins durch U. Wie habe ich den gebildet? Kehrwerte. Eins durch U mal eine Integerzahl. Mal P, die Integerzahl. Mal U minus. Was war V? Der Kehrwert 1 durch V mal die gleiche Integerzahl. Also mal 1 durch V mal V mal die gleiche Integerzahl. Was bleibt übrig? P minus P ist gleich 0. Wir haben damit gezeigt, dass der reziproke Gittervektor senkrecht auf der Ebenenschar mit HKL steht. Eine Netzebene sind Ebenen durch Gitterpunkte. Die können ganz unterschiedliche Lagen im Raum haben und werden durch Indizes charakterisiert. Wenn ich so eine Netzebene anschaue, hat die auch gewisse Symmetrien. Zum Beispiel hier eine zweizählige Drehachse, eine Drehung um 180 Grad führt das Objekt in sich selbst über. Wenn man eine Symmetrieanalyse macht, findet man eine dreizählige Achse, eine Drehung um 120 Grad führt diesen Punkt über in diesen Punkt. Eine weitere Drehung um 120 Grad führt ihn in diesen Punkt über. Analysiere ich die Punktanordnung, finde ich, dass diese Strecke genau dieser Strecke hier entspricht. Ich kann sagen, die dreizählige Achse ist verträglich mit dem Konzept eines Kristalls. Gleiches gilt für eine
Drehung um 90 Grad, eine vierzählige Achse. Viermal drehen und der Punkt wird in sich selbst übergeführt. Wenn ich hier anschaue, der Punkt wird hier übergeführt, hier, hier, hier. Und ich finde, die Metrik hier entspricht der Metrik hier, entspricht der Metrik hier. Die vierzählige Achse ist verträglich mit dem Konzept eines Kristalls. Gleiches gilt für eine Drehung um eine sechszählige Drehachse. Eine 60-Grad-Drehung führt den hier über, hier, 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 hier. Hier haben wir begonnen. Analysiere ich hier die Metrik, finde ich, diese Strecke entspricht genau dieser Strecke. Es ist verträglich mit dem Konzept eines Kristalls. Nicht dagegen eine fünfzählige Achse. Eine fünfzählige Achse führt diesen Punkt in diesen Set von Punkten über. Analysiert man hier diese Strecke, dann ist die nicht ein Vielfaches von dieser Strecke. Eine fünfzählige Achse, eine siebenzählige Achse und eine höhere zählige Achse verlitzt die Translationsinvarianz und ist nicht verträglich mit dem Konzept eines idealen Kristalls. Wichtig waren Miller-Indizes. Die sind nützlich für die Strukturanalyse und das Kochrezept ist wie folgt. Wir haben hier eine Ebene und die Ebene schneidet hier die Achsen. Ich suche als erstes die Schnittpunkte der Ebene mit den Achsen. 1, 2. 2. 1. 1, 2, 3, 3. Danach bilde ich die Kehrwerte. Ein Halb, ein Eintel, ein Drittel. Und danach suche ich eine Integerzahl, die multipliziert diese Brüche überführt in ganze Zahlen. Mal 6 ergibt hier 3, 6, 2. Und ich sage, die Miller-Indizes dieser Ebene sind 3, 6, 2. Was interessant ist, Sie können die Miller-Indizes bilden. Und wenn Sie jetzt eine Ebene nehmen, die parallel verschoben ist zur ersten, also wenn ich die erste Ebene anschaue, die hat hier 1, 3, 2, die nächste war hier 2, 6, 4. Beide Ebenen haben die gleichen Miller-Indizes. Wichtig ist, Miller-Indizes charakterisieren nicht die Lage einer Ebene, sondern einer Ebenenschar, die zueinander parallel ist. Und wir werden von Abstand zwischen Ebenen sprechen. Das wäre der Abstand vom Ursprung, die normale bis zur ersten Ebene. Von der zweiten Ebene auf die dritte. Von der dritten auf die vierte und so weiter. Von hier nach hier, von dieser Ebene zur nächsten, das ist DHKL und hat Bedeutung für die Analyse von Streuexperimenten. Wir sind weiter übergegangen und haben aus diesen Gittervektoren A1, A2 und A3 reziproke Gittervektoren definiert. Die wurden so gebildet, wenn hier 1 steht, dann steht hier oben 2 und 3. Wenn hier 2 steht, steht 3 und 1. Wenn hier 3 steht, steht hier 1 und 2. Also der Index, der hier steht, taucht oben nicht auf. Unten steht das Spartprodukt. Das ist das Volumen des Parallelepipeds, was von A1, A2 und A3 aufgespannt wird. Ich benutze gerne immer kartesische Koordinatensystem, kubisch, weil ich es einfach malen kann. Aber diese Definitionen gelten natürlich für alle Kristallsysteme, auch für das Trikline. Und auch die Eigenschaften, die wir ableiten, gelten natürlich ganz allgemein. Also wir haben hier diese Gittervektoren definiert und die hatten ein paar tolle Eigenschaften. Die erste Eigenschaften waren das A1, AI mal AJ, Stern gibt Delta IJ.
Das ist so ein orthonormiertes System. Und dann sind wir weiter übergegangen und haben uns angeschaut. Ich nehme die Miller-Indizes, die wir gerade eingeführt haben, von einer Ebene. Die reziproken Gittervektoren und bilde jetzt einen reziproken Gittervektor aus den Miller-Indizes einer Ebenenschar. Und dann finde ich ein paar interessante Eigenschaften. Dieser Vektor R' steht senkrecht zur Netzebenenschar mit den HKL. Und der Betrag dieses reziproken Gittervektors ist 1 durch DHKL. DHKL ist der Netzebenenabstand im reellen Gitter. Also 1 durch DHKL. DHKL ist der Abstand vom Ursprung Richtung der normalen dieser Ebene zum Schnittpunkt. Das ist der Abstand dieser Ebenen. Das ist die Eigenschaft dieses Vektors. Und das haben wir auch bewiesen. Der Beweis ging eigentlich so, dass ich eben angeschaut habe, ein Vektor in der Ebene lässt sich darstellen, minus v mal a2 plus u mal a1 ist dieser Vektor. Und dieser Vektor muss mit dem normalen Vektor verschwinden im Skalarprodukt. Das heißt, wenn das senkrecht drauf steht, muss der Vektor, der in der Ebene liegt, dieser hier, skalar multipliziert mit dem normalen Vektor, der gebildet ist aus den Miller-Indizes dieser Ebene, h, k, l, und den reziproken Gittervektoren 0 ergeben. Und aufgrund der Orthonormiertheit wird es hier einfach, a1, der Term liefert 0, 0, hier liefert er 1, es bleibt übrig h mal u. Dieser Term lässt nur übrig den Term v mal k. Und wenn ich überlege, wie h definiert war, h war 1 durch u mal einer Integerzahl, v war definiert 1 durch v mal einer Integerzahl und das Ganze liefert entsprechend dann 0. Ja, mit dem reziproken Gitter haben wir das Hilfsmittel zusammen, um ein Streuexperiment zu analysieren. Das Attraktive am reziproken Gitter ist, wir können den gleichen Formalismus für alle Kristallsysteme nutzen. Auch für das Trigline gelten alle diese Beziehungen, die wir hergeleitet haben. Und unser Formalismus für die Streutheorie beruht auf einer Interferenztheorie, die sowohl für Neutronen als auch für Röntgen adaptierbar ist. Streuverfahren sind die Methode der Wahl, um die Struktur eines Kristalls aufzuklären. Folgende Anordnung. Wir haben hier unseren Kristall, der uns interessiert. Die Primärstrahlung, zum Beispiel Röntgenstrahlung, fällt hier auf ein. Ohne den Kristall würde sie hier den Detektor erreichen. Da dieses Objekt hier ist, wird ein Teil der Strahlung in eine bestimmte Richtung gestreut. Den Winkel zwischen diesen beiden wird gerne mit 2 Theta bezeichnet. Das hier wäre der Einheitsvektor S0 in Richtung Richtung der einfallenden Strahlung. Das wäre der Streuvektor, der Einheitsvektor S in Richtung der Streustrahlung. Das wäre S0. Und es gilt, dass S genauso wie S0 Einheitsvektoren sind. Also die werden eingeführt, um die Richtung meines Experimentes zu beschreiben. Einheitsvektor in die Richtung, Einheitsvektor in diese Richtung. Den Streuvektor B ist der Vektor, der die beiden hier verbindet. B ist S minus S0.
und durch Lambda noch die Wellenlänge, die einfällt. B-Betrag kann man auch einfach angeben, das vielleicht noch mal rausmale. Das ist S. Das ist S0. Das ist ein gleichseitiges Dreieck. Diesen Winkel haben wir Theta genannt. Jetzt sehen Sie, warum ich hier 2 Theta gemacht habe. 2 Theta ist der Winkel zwischen S0 und S. Wenn ich das Ganze anschaue, wird das ganz einfach zweimal diese Strecke ist B. Und diese Strecke ist nichts weiter als Sinus Theta. Sinus Theta durch Lambda ist B-Betrag. Und diese beiden Beziehungen werden wir sehr bald nochmal brauchen. Also hier war die Idee, ein Streuexperiment in der Geometrie zu verstehen. Ein Streustrahlung fällt ein, Primärstrahlung fällt ein Teil wird gestreut. S0, S, der Winkel 2 Theta. Der Streuvektor B ist der Vektor, der die beiden verbindet. S minus S0 durch Lambda ist B. B-Betrag ist damit 2 Sinus Theta durch Lambda. Interferenztheorie. Schauen wir nochmal genauer hin. Unser Primärstrahl erfasst verschiedene Elementarzellen im Raum. Das sei eine Elementarzelle, erfasst von der Primärstrahlung. Das sei eine andere Elementarzelle. Die einfallende Strahlung wechselwirkt mit der Elementarzelle, genau mit der Elektronendichte zwischen beiden. Und als Folge davon wird auch eine Streustrahlung in eine bestimmte Richtung ausgesandt. Ich weiß, wie ein Kristall aufgebaut ist und ich weiß, um von hier nach hier zu kommen, brauche ich einen Translationsvektor, den wir ganz zu Beginn eingeführt haben. Also, um von einer Elementarzelle zu einer anderen zu kommen, brauche ich ein ganzzahliges Vielfaches von Gittervektoren. Das war die Idee. Also T ist nichts anderes als N1 mal A1 plus N2 mal A2 plus N3 mal A3. Ich komme von einer Elementarzelle zur nächsten. Die Streustrahlung, die hier ausgeht, und die Streustrahlung, die hier ausgeht, die interferieren miteinander. Und der Gangunterschied ist gegeben durch dieses Stück. Und dieses Stück, das ist der Gangunterschied. Und diesen Gangunterschied, den müssen wir berechnen. Also das ist der Vektor T, der die beiden hier verbindet, Elementarzelle 1 und Elementarzelle 2. Und ich brauche dieses Stück, wenn ich das 0 rechne, A0, 0b. Dieses Stück muss ich finden. Das ist nur ein bisschen Vektorrechnung. Ich male es vielleicht nochmal anders hin. Das hier sei
der Vektor minus t. Das hier sei der Vektor minus s0. Das sei der Vektor s0. Dann wird's klar, wir bilden das Skalarprodukt dieser beiden Vektoren und erhalten die Projektion von diesem Vektor auf diesen Einheitsvektor. Also das Skalarprodukt hier gibt a0 ist nichts weiter als minus t Skalar multipliziert mit minus s0. Es kommt raus t mal s null. Wenn Sie überlegen, t s null 1 t mal s t mal Cosinus dieses Winkels ist genau die Projektion. Alles im grünen Bereich. Was ist 0b? 0b ist nichts anderes als t minus t mal s. Minus t mal s ergibt minus t mal, kann ich nicht weiter vereinfachen, minus t mal s. Das heißt, der Gangunterschied, den ich habe, der Gangunterschied ist einfach gegeben durch a0 plus 0b. Und dieser Gangunterschied ist nichts weiter als minus t s minus s0. Und das kann ich auch ausdrücken durch den Streuvektor, den wir eingeführt haben. Das ist das gleiche wie minus Lambda b, der Streuvektor, mal t. Der Streuvektor b war s minus s0 durch Lambda. So hatte ich den definiert. S minus s0 durch Lambda ist b, also mal Lambda bt ist der Gangunterschied. Wir haben also gefunden, der Gangunterschied Delta ist gleich minus Lambda Streuvektor b mal t. Und für konstruktive Interferenz liegt dann vor, wenn das ein ganzzahliges Vielfaches von Lambda ist. Wenn Berg auf Berg trifft und Tal auf Tal, konstruktive Interferenz, das ist die Bedingung. Ja, das heißt, das ist genau dann der Fall, wenn gilt B mal T ist n eine ganze Zahl. B mal n1 mal a1 plus n2 mal a2 plus n3 mal a3 ist gleich eine ganze Zahl. Ja, wann kann das der Fall sein? In welche Richtung kann ich Streuung beobachten? Das wird dann eine ganze Zahl sein, wenn b ein
reziproker Gittervektor ist. Genau dann wird dies der Fall sein. Also wenn Geld B ist gleich H mal A1 Stern plus K mal A2 Stern plus L mal A3 Stern. Mit HKL, die Milder-Indizes, dann wird aufgrund der Orthonormiertheit, das gilt ja AI Stern mal AJ reell ist Delta IJ, aufgrund dieser Beziehung wird hier eine ganze Zahl rauskommen. Das heißt, wir haben gefunden ein wichtiges Ergebnis. Streuung tritt dann auf, wenn. Der Streuvektor B, den ich hier eingeführt habe, ein reziproker Gittervektor ist. Diese Beziehung hier ist die laue Beziehung. Also Streustrahlung habe ich nur in ganz bestimmten Richtungen. Nämlich da, wo die Richtung der Streuvektor B gleich einen reziproken Gittervektor des Kristalls ist. Das Ganze kann ich auch ausdrücken für die Beträge. Und das führt letztendlich zu der bekannten Bragg-Beziehung, die meines Erachtens in vielen Büchern schlecht hergeleitet ist. Müssen auch für die Beträge gelten. Was ist der Betrag von B? Haben wir gefunden. B Betrag ist 2 Sinus Theta durch Lambda. Das war die Streurichtung. S0, S, 2 Theta. 2 Sinus Theta durch Lambda ist B. 2 Sinus Theta durch Lambda ist B. Was war R Stern? Wir haben gesehen, R Stern war 1 durch DHKL. DHKL war der Netzebenenabstand. Und damit schreibt man gern die Bragg-Beziehung 2 mal dHKL mal Sinus Theta ist gleich n mal Lambda. In dieser Form schreibt man gern die Bragg-Beziehung. Fassen wir auch diese Überlegungen mit PowerPoint zusammen. Streuexperimente heißt, Strahlung fällt auf mein zu untersuchendes Objekt, den Kristall. Der Primärstrahl würde in diese Richtung hier gehen. Durch die Präsenz und die Wechselwirkung der Strahlung mit der Materie habe ich einen gestreuten Strahl in einer Richtung 2 Theta. Die Richtung des einfallenden Strahls wurde durch S0 charakterisiert. Ein Einheitsvektor, die Richtung des gestreuten Strahls durch den Vektor S. Und der Streuvektor ist die Verbindung der beiden. Ist also nichts anderes als S minus S0. Und es ist noch sinnvoll, es durch Lambda zu teilen, weil dann gewisse Beziehungen später einfacher werden.
Auch hier ist es manchmal üblich, einen Vektor q einzuführen, der gegeben ist durch 2π mal b. Also müssen wir immer aufpassen, wenn Sie sich Streutheorie anschauen, wie wurden die Vektoren definiert, mit Pi, ohne Pi, hingucken. Der Betrag des Streuvektors b werden wir auch brauchen. Der kann ich hier einfach ausrechnen durch dieses Dreieck. S ist 1, S0 ist Betrag 1. Der Winkel ist Theta, Theta. Hier habe ich ein kleines rechtwinkliges Dreieck. Und diese Strecke lässt sich einfach ausrechnen. Sie ist nichts weiter als Sinus Theta. Daher S Betrag 1 ist Sinus Theta. Plus Sinus Theta gibt 2 Sinus Theta dividiert durch das Lambda von der Definition. Also der Streuvektor B hat einen Betrag 2 Sinus Theta durch Lambda. Und der Streuvektor definiert hier ein bisschen meine Messanordnung und zeigt, wo steht mein Detektor und wo fällt die einfallende Strahlung an. Das ist die Verbindung von S0 auf S. Im Kristall ist es so, die einfallende Strahlung erfasst hier eine Elementarzelle. Die einfallende Strahlung erfasst eine andere Elementarzelle. In beiden kommt es zu einer Wechselwirkung und Strahlung in eine bestimmte Richtung S ist die Folge. Die Strahlung hier ausgeht und die Strahlung, die hier ausgeht, interferiert. Und wir wissen, es kann konstruktive oder destruktive Interferenz geben. Was beobachtet wird, wird abhängen von dem Gangunterschied, den die beiden Strahlen haben. Das Stück muss der untere Meer durchlaufen. Und das Ziel wäre eben, das auszurechnen und sagen, konstruktive Interferenz habe ich dann, wenn dieses Stückchen AO, OB nichts weiter ist als ein ganzzahliges Vielfaches von Lambda. Um das Ganze auszurechnen, weiß ich einiges. Ich weiß, ich habe einen Kristall und der Kristall hat einen regelmäßigen Aufbau. Und dieser Kristall ist so aufgebaut, dass von einer Elementarzelle komme ich zu einer anderen durch einen Translationsvektor. N1 mal A1 plus N2 mal A2 plus N3 mal A3. Ich weiß also, kenne also diesen Vektor. Und das hilft. Um das Gangunterschied auszurechnen, ist es sinnvoller, hier ein Minus T zu betrachten. Geht in diese Richtung und den Einheitsvektor Minus S0 geht in diese Richtung, der Einheitsvektor S geht in diese Richtung. Mit diesem Wissen kann ich sehr einfach durch ein Skalarprodukt zwischen S0 und Minus T diese Strecke ausrechnen und Minus T mal S diese Strecke ausrechnen. Das habe ich hier gemacht. Der Gangunterschied ist A0 plus 0b. Minus t mal minus s ist A0. 0b ist minus t mal s. Delta, der Gangunterschied, ist damit ausdrückbar durch t mal s0 minus t mal s. Und der Gangunterschied wird dann, wenn ich die Definition meines Streuvektors betrachte, minus Lambda B mal T. Mit B ist S minus S0 durch Lambda. Also der Gangunterschied lässt sich einfach ausdrücken durch den Streuvektor und den Gittervektor, der die beiden Elementarzellen verknüpft. Damit ich konstruktive Interferenz habe, muss der Gangunterschied ein ganzzahliges Vielfaches von Lambda sein. Lambda geht hier weg, das heißt b mal t muss eine ganze Zahl sein. T kenne ich, ist n1 mal a1 plus n2 mal a2 plus n3 mal a3. Das mal den Streuvektor muss eine ganze Zahl geben. Hier kommt der entscheidende Schritt unserer Überlegung. Das kann nur dann sein, wenn B ein reziproker Gittervektor ist. Wir haben ja die Beziehung des AI mal AJ Stern. Delta IJ ist das Kronecker Delta. Und damit wird das Ganze recht einfach. B ist gleich R Stern.
ist die Folge. Und das nennt man auch die laue Bedingung. Also B mal R Stern ist die laue Bedingung. Wenn ich B Betrag aufschreibe, war das 2 mal Sinus Theta durch Lambda. R Stern Betrag haben wir ausgerechnet. R Stern ist nichts anderes, der Betrag 1 durch DHKL, der Netzebenenabstand. Und dann habe ich die berühmte Bragg-Gleichung hier sauber hergeleitet. 2 DHKL mal Sinus Theta ist gleich N mal Lambda. Ich habe in meinem Buch das so notiert, die Bragg-Beziehung wird häufig durch den Gangunterschied bei der Reflexion der Röntgenstrahlung an Netzebenen des Kristalls abgeleitet. Diese Überlegung führt zwar zum gleichen Erkenntnis, zur Beziehung, erkennt aber, dass die Streuzenten an definierten Gitterplätzen mit einfallender Strahlung wechselwirken. Dieses Konstrukt wird hier nicht benötigt. Also was Sie häufig haben, in vielen Büchern finden Sie einfach, die Bragg-Beziehung ist wichtig und wird abgeleitet durch Reflexion an Netzebenen. Es gefällt mir eigentlich gar nicht, weil ich habe eine Wechselwirkung von Strahlung von Atomen, die an definierten Gitterzentren sind. Und das wird hier verstellt, dieser physikalische Blick, obwohl das richtige Ergebnis liegt. Um so einen Kristall zu untersuchen, brauche ich einen Diffraktometer, Sie brauchen eine Röntgenquelle, hier eine Probe und Sie müssen den Detektor in allen Raumrichtungen genau positionieren können. Es geht mit so 4-Achsen-Diffraktometer, ja, der Computer kontrolliert ist über Schritt- und DC-Motoren und da werden der Reihe nach alle Reflexe angefahren. Und dann erhalten Sie am Ende eine laue Aufnahme, die Ihnen definierte Reflexe zeigt und jeder dieser Reflex gehört zu einer Netzebenenschar des reellen Gitters, charakterisiert durch Miller-Indizes und die komplexe Analyse dieses Musters erlaubt es, die Kristallstruktur zu bestimmen. Ja, abschließend möchte ich noch ein paar Worte zum Experiment sagen. Um Kristalle zu analysieren, brauchen Sie eine gute Röntgenquelle. Die beste Röntgenquelle wäre natürlich das Synchrotron. Aber im Labor gibt es Aufbauten, rotierende Anoden heißen die. Und diese rotierenden Anoden liefern auch eine intensive Röntgenstrahlung, die Sie für die Untersuchung von Kristallen verwenden können. Ich möchte nicht richtig eingehen jetzt auf Röntgenstrahlung und deren Erzeugung. Röntgenstrahlung liegt im Bereich vom Angström. Elektronen werden auf ein Target bombardiert. Es gibt die Bremsstrahlung und charakteristische Strahlung, die intensiver ist. Warum dieser Aufbau so ausschaut, lernen Sie später in der Physik. Also kurzum, Röntgenstrahlung liegt im Bereich von Angström und ist damit ideal geeignet, weil der Längenmaßstab sehr gut zu den Kristallen passt. Sie brauchen einen Kristall, den Sie untersuchen. Als erstes schauen Sie den mal im Mikroskop an. Ideal wären Kristalle, die schon Mikrometer Größe haben. Und Sie möchten keine Defekte drin haben. Typische Defekte in Kristallen sind zum Beispiel solche amorphen Niederschläge, solche gelartigen Strukturen oder die Ausbildung von optischen Zwillingen. Das möchten Sie nicht haben. Sie möchten einen Kristall haben, wo die Wiederholeinheit recht regelmäßig gestapelt ist. Sie charakterisieren so etwas in einem Mikroskop und danach tun Sie das Ganze in einem Goniometer haltern und dann haben Sie hier Ihr 4-Achsen-Goniometer, in dem Sie entsprechend alle Raumrichtungen abfahren und automatisch das Spektrum aufnehmen. Also hier nochmal im Schema. Elektronen treffen auf die rotierende Anode. Es wird Röntgenstrahlung erzeugt. Die K-Alpha-Strahlung wird abgekoppelt und genutzt, um den Kristall zu untersuchen. Der Kristall ist drehbar gelagert, auch der Detektor ist drehbar gelagert. Und was Sie sehen, sind die individuellen Reflexe, die es Ihnen ermöglicht, die Kristallstruktur zu analysieren.